Hallo Leute, Review am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar wird das wirklich ein lang andauerndes Projekt sein, weil wir haben uns vorgenommen, also ich und Tomme, haben uns vorgenommen, ein Assassin's Creed Let's Play zu machen. Ein Assassin's Creed Let's Play. Und zwar wollte ich das so machen, dass ich den ersten und den zweiten Teil mache und Tomme macht den dritten und den vierten Teil. So, ich bin gerade hier beim ersten Teil natürlich. Und wir drücken mal die Starttaste, weil es da unten so steht. So, alle Updates sind heruntergeladen. Und hoffentlich können wir schnell anfangen zu spielen. Ja, ich spiele es blind. Ja, das seht ihr auch oben. Ich habe es wirklich bisher noch wirklich nicht gespielt, aber ich habe wirklich richtig, richtig Bock drauf. Und mal gucken, was mich erwartet, ja? Also ich weiß ungefähr, worum es geht, dass es um einen Assassin geht und so weiter. Es spielt jetzt nicht ganze Zeit in der Renaissance, sondern das mit der Maschine und so weiter. Also ich habe schon ein bisschen Ahnung, so ein ganz kleines bisschen, aber das Spiel so durchgespielt habe ich noch nie. Ja? Den ersten Teil habe ich so nicht, ich habe den jetzt nicht gekauft, habe ich ausgeliehen. Weil ich denke mir, ich werde mal die Heritage Edition mal kaufen. Es wird auf jeden Fall ziemlich, ziemlich lustig. Für euch und für mich. So, es dauert ziemlich lange. Ich denke, die einzelnen Sachen werden da von der CD auf die Festplatte gespeichert. Es dauert aber ziemlich, ziemlich lange. Na gut, okay. Man muss auf jeden Fall dazu sagen, es ist der erste Assassin's Creed Teil. Das heißt, die Grafik wird auf jeden Fall atemberaubend sein. Das Spiel ist nochmal von 2008. Und ja, in der Zwischenzeit, wo es lädt, kann ich euch ja was hier so, ja, durchlesen, ja, und vorlesen, eher gesagt. Also das Spiel ist auf jeden Fall von Ubisoft. Ich muss die nochmal fragen, wegen Ubisoft und so. Aber weiter. Also, erlebe die Macht der Assassinen. Jerusalem zur Zeit des dritten Kreuzzuges im Jahr 1191 nach Christus. Ne? Auf den Straßen herrscht lebhaftes Treiben, aber in wenigen Sekunden ist alles anders. Denn du, der gefürchtete Assassin Altair, wirst zuschlagen. Es wird auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil. Und für euch wird es auf jeden Fall auch geil. Ja, was ihr gerade seht, diese Installation. Die Installation ist 1,3 Gigabyte groß. Ja, das sehe ich gerade hier. Und ja. Ja. Ist deutsch. Ist auf Deutsch, ist jetzt nicht Englisch, ist kein PG Edition, sondern USK Edition, ja, ab 16, oh mein Gott, es lädt, Halleluja, so, es lädt, ne? Ważysz 110 kilo, siadaj może jakoś tak powiem inaczej na to, co? Sorry, dass ich nicht da war. Er rettet gerade jemanden, sehe ich. Weil ich war gerade nicht dabei. Zack. Und da ist er tot.
Sorry für die Stimme. Wirklich, sorry. So. Assassin's Creed. Also sorry wirklich für die Stimme, es nervt. So, Start drücken, das machen wir. Neu. So, lädt. Und ja, das Abstrago heißt das? Abstrago? Ich weiß nicht, wie das genau heißt. So. Es hat endlich geladen nach 6 Minuten. Aha. Kann ich gehen? Aha, okay. Es gibt ein Problem. Ich kann ihn nicht in der Erinnerung verankern. Er lehnt die Behandlung ab und zieht sich zurück. Deshalb versuchen Sie, sich zu entspannen. Ich stabilisiere ihn. Was bedeutet, wenn Sie sich noch darstellen? Erkennen Sie das nicht, was Sie sehen? Ich bin ja wirklich richtig gespannt, weil ich weiß nicht, was passiert. Okay, speichern. Mal gucken, was passiert jetzt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kennen manche die Assassin's Creed-Reihe von euch. Ich hab's noch nicht gespielt. Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne Sie noch nicht einmal. Warum tun Sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt. Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht... Diese Kamera wechseln wir mit L1. ...meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt. Also, was das habe ich auch gedacht. Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Na gut. Eine weise Entscheidung. Wo bin ich? Im Innern des Animus. Das heißt... Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Aha. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen, sondern auch die seiner Vorfahren. Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Sie?
wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen. Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen, die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Aha. Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen. Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Aha. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wieder zu erleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Okay. So schleppen wir in die... in das Leben, ja. Warum die? Warum? So schlüpfen wir in das Leben des Assassinen. Mit Warnung, Datenstrom instabil. Versuche, Synchronität wiederherzustellen. Hallo, Subjekt 17. Dieses Tutorial wurde erstellt, damit Sie sich besser mit der Steuerung des Animus vertrauen. Aha. Anweisungen folgen in Kürze. Der Synchronitätsbalken zeigt, wie synchron Sie mit den Erinnerungen Ihres Ahnen sind. Falls Sie jemals asynchron werden, stellt der Animus die letzte synchrone Position wieder her. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Okay, das werden wir machen, ne? Der Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen Ihres Ahnen zu steuern. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung Ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. Ja. Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Da ist einer und da ist einer. Sind auch welche gewesen. Sie nun Ihre leere Hand, um durch den Krugträger zu gelangen, ohne dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. Gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung fortzusetzen. Ja, ich bin durch. Wirken Sie, während Sie laufen. Leicht stoßen. Achso, okay. Okay. Ja, und da bin ich da. Ja. Hey, danke. So. Was muss ich jetzt machen? Okay. Ja, das sieht man oben. Exzellent. Oben rechts sah man dann, dass man auf einmal schlagen konnte und so weiter. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Sie haben zu greifen und dann Wurf zu steuern, okay. Also greifen. Fertig. Ja. Wie ich das gemacht habe, mit der 1, da habe ich Kreis. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Passen Sie aber auf.
nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Ah. Wir machen. Gut gemacht. War ich vorher da? Wir waren eigentlich gleich gut, ne? Na gut. Der Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Mhm. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Okay. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat Sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Verborgene Klinge da, denke ich mal, oder? Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Ja, das war's. Sieht ziemlich geil aus. Nun gut, wo hast du dich verkrochen? Aha. Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Provozieren Sie den Soldaten. Tod dem Assassinen! Beachten Sie, dass sich Ihr Status auf entdeckt verändert hat. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Okay. Hey, was soll ich das? Und... Okay. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Also. Ja, und ich kann mich jetzt untertauchen müssen. Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Das wird doch zu nichts. Aha. Der Soldaten, die Soldaten waren früher eh so dumm, ja? Okay. Einfach rausgehen. Also einfach linke Taste nach links gehen und fertig. Durch Anonymität füllen Sie Ihren Sichtkontaktbalken und erleichtern sich Ihre Aufgaben als Assassine. Es gibt verschiedene Orte, an denen Sie sich verstecken. Mhm. Aber Sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor Sie in einem Versteck verschwinden können. Heuhaufen kennen wir. Okay. Okay. Was müssen wir jetzt machen? Gar nichts mehr. Cool. Jetzt, wir haben nichts gemacht und trotzdem haben wir es gemacht. Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter den Soldaten zu erreichen. Kann ich jetzt gehen? Dankeschön. Okay. Also einfach nur X drücken als Untertauchen und einfach vorbeigehen. Fertig. Und wir haben die Idee. Was denn? Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verfolgen. Das ist richtig geil. Irgendwie. Also gelb ist Attentatsziel, rot ist ein Soldat. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Okay. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Okay.
herzustellen, indem sie Schlüsselmomente im Leben ihres Ahnen nachempfinden oder indem sie das Credo befunden. Das werden wir machen. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Ja, mit den Animus. Zack. Und das war's mit diesem Tutorial. Ich würde auch sagen, ich kann auch frei in der Welt hier so rumlaufen, das finde ich nämlich geil. Zack, und da bin ich weg. Es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Okay. Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Kinder hold. Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählen. Nur, dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu können. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Okay. So, Leute. Das war's bis jetzt hierhin. Und ja, Leute, ich denke, dieses Tutorial, es ist halt ein Tutorial. Später wird es auf jeden Fall sich mehr daraus entwickeln. Aber bis jetzt, denke ich mal, werden wir auf jeden Fall ziemlich, ziemlich viel Spaß haben. Und ich sag nur Tschüss, Kids, und bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr werdet diese Reihe von Let's Plays sehen. Also Leute, Tschüss, Kids, bis zum nächsten Mal, euer Review.